Ihr Lieben, in Marina de Venezia im Hundebereich, Marina 8000. So, und da ist das erste Hündchen. Anna, das ist meine Frau gewesen. Das ist jetzt der Platz, wir haben uns doch entschlossen, ein kleines, kurzes Video zu drehen. Was ihr hier seht, ja, da bei diesem Eisengitter hier, das ist nur ein Wald, damit man mit den Hunden gemütlich spazieren gehen kann. Alles, was ihr da an Wohnwegen seht, ist an der Hundestellplatz. Das ist zum Beispiel zum Spazierengehen für Hunde. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Jetzt schon. So. Wieso fahren wir jetzt nicht nach Hause? Das war ein kleiner Eindruck, einmal nur von dem Hundestellplatz. Vom Wald, und jetzt gehe ich mal da ein Stückchen nach vor und dann schauen wir sie an, wie die Stellplätze für die Autos, für die Wohnwagen, Wohnmobile und Zeltplätze ausschauen für Hundebesitzer. So, da gibt es noch einen Weg zum Spazierengehen. Das ist alles nur für Hundebesitzer. Und dann sieht man da vorne wieder ein Tor. Das ist aber nur der Dog Area, nennt sie das. Und davor gibt es noch Stellplätze für Hundebesitzer. Was zum Sitzen, zum Essen und zu Trinken und zur Toilette und Dusche. Hier ist Toilette und Dusche für Groß und Klein. Für Hunde selbstverständlich auch eine Dusche, damit man nachher das Fell säubern kann vom Sand. Heute ist es ein bisschen windig, aber ich wollte mal so einen Eindruck geben, wie es da so aussieht. Also für alle Hundebesitzer ein Paradies. Ihr braucht euch wegen eurer Hunde keine Sorgen machen. Mitten am Strand. Wunderbare Duschen, Toiletten. Für Damen und Herren extra und wie man sieht, nicht nur eine, sondern mehrere. Für Behinderte, für Damen, für Herren, zwei Duschen, also vier Duschen insgesamt, Becken,
Also man muss sagen, Hut ab, die haben sich wirklich was überlegt. So, jetzt versuche ich auf meinem Motor, auf meinem E-Scooter das Ganze zu filmen mit einer Hand. Bin ja ein Profi. Wir sind immer noch in der Hunde-Area. Vorsicht, Raffi. All das hier ist nur Hundezone. So. Wir sind immer noch in der Hundezone. Und hier sehen wir jetzt das Stoppschild. Und hier ist jetzt Schluss von der Hundezone. Sie nennt sich Marina 8000. Ich mache das nochmal ein Foto davon. Und beginnt hier vorne, wo das ist, und geht. Bis dahin. Und noch weiter. Jetzt sind wir bei den Waschräumen. Die sind in der Nähe des Swimmingpools. Die haben nämlich den Vorteil, hier haben wir das Geschirr waschen. Aber hier liegt der Vorteil, dass die Fenster bei den Duschräumen geschlossen sind, sowie auch bei den WC-Räumen, und das ist gerade in der Übergangszeit natürlich sehr angenehm, weil es dann wärmer ist. So, ich werde jetzt da natürlich in eine Damendusche hineingehen. Da sind wir noch bei den Herren. Zu den Damenduschen geht es davor. So, gleich sind wir hier. Vor uns sind die Swimmingpools und hier links geht es zu den Damenduschen hinein. Wie man sieht, haben die eben Fenster. Nicht alle Duschräume haben das. Hier hat man einen Vorraum, wo man alles hinhängen kann. Und das ist die Dusche, wo man auch was ablegen kann. Die haben auch Fixwasser zum Einstellen. Bei den anderen Duschen ist es so, dass man drauf drücken muss und dann geht es nach einiger Zeit aus. Ja, hier gibt es einige Räume. Die Räume sind zweckmäßig und sauber und gut eingerichtet und ausgestattet. Ja. Hier sind wir noch bei den Toiletten. Gibt auch eine Menge, und hier kann man mal in eine Toilette hineinschauen.
Jetzt befinden wir uns wieder auf der Hauptstraße. Hier ist der Spielplatz, der Leopard. Hier rechts ist dann auch der Miniclub, der immer vormittags und nachmittags stattfindet. Heute gab es hauptsächlich Malen. Morgen soll es eine Schatzsuche geben. In der Osterzeit ist das natürlich ein bisschen vermindert, das Programm. Hier haben wir Rutschen. Da drüben läuft der Peter. Vielleicht erklimmt er auch noch schnell irgendeinen Spielzeugturm. Ja, also das Angebot hier am Spielplatz ist sehr schön, sehr groß. Genau. Hier ist der Raphael. Raphael! Halt, hallo! Oh ja, hier gibt es auch noch ein Klettergerüst. Es gibt auch durchwegs auch für größere Kinder etwas. Hier drüben gibt es noch einmal ein Klettergerüst. Hier eine Kletterwand. Tischtennis spielen kann man auch. Die Tischtennisschläger und Bälle kann man sich beim Minigolf ausborgen. Hier hat man so eine Seilrutsche, mit der man hinüberfliegen kann von einer Seite auf die andere. Einen Basketballplatz. Daneben sind dann die kostenpflichtigen Vergnügen, wie zum Beispiel ein Trampolin. Dann kann man mit so einem Karussell fahren. Hier gibt es so ein riesengroßes Tau, auf dem man schaukeln kann. Kleine Fahrgeschäfte, kostet ein Chip 2 Euro, wenn man 15 Chips kauft, zahlt man 20 Euro. We'll be right back.
gibt es noch einen wunderschönen Minigolfplatz. Den haben wir am ersten Tag genutzt. Ich zeige hier mal ein Stück hinein, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann. So. Ja, das ist eine 18-Loch-Bahn. Also, ja. Ja, es ist doch einiges los zu Ostern hier in Marina di Venezia. Ja, Ostern in Marina di Venezia für Familien mit Kindern, perfekt. Für Ruhesuchende wahrscheinlich nicht das Richtige. Gut. Wir hoffen, unser Beitrag hat euch gefallen. Wir wünschen euch alles Liebe. Und da wir wahrscheinlich erst später ausstrahlen, im Nachhinein, frohe Ostern an euch alle. Tschüss mit Ü und ciao mit A. Peter und Sigrid. Vergesst nicht, ein Like hier zu lassen. Tut uns abonnieren. Abonnieren. Das neue wäre es, glaube ich, nie lernen.